Eine Sekunde. Moin moin und herzlich willkommen zu meinem Vlog heute. So, und das Wetter legt die richtige Kulisse für die Stimmung auf. Düstere Wolken ziehen über dem Land hinauf. 4 weitere Jahre Angela Merkel drohen der Nation. Ich wollte an die Ostsee, aber der Familienrat hat getagt und deshalb fahren wir jetzt auf so einen Hof mit Pferden und sowas. Demokratie überall, auch bei uns. Meine Erfahrung ist aus dem politischen Umfeld, dass je älter man wird, offensichtlich auch die Grundhaltung immer konservativer ist. Was wahrscheinlich in der Natur der Sache liegt, weil man natürlich sich versucht, das zu erhalten, was man sich erarbeitet hat. Wir sind so wahnsinnig stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir leben in einem so reichen Land. Wir sind Exportweltmeister. Wir sind the place to be in Europe. Es donnert hier gerade im Hintergrund. Aber es geht uns doch gut in Deutschland, oder? Wir sind doch richtig gut aufgestellt. Es geht uns doch hervorragend geradezu, oder? Es geht uns doch hervorragend. Warum sollten wir irgendwas ändern? So, und das ist aber eben auch genau die Falle. Wir erleben aktuell seit 2005 CDU-regierten Stillstand in diesem Land. So, und 2005, ich meine, YouTube war ein Jahr alt. Snapchat? Snap was? Chat? Gesundheit? Niemand wusste, was das ist. Die digitale Zukunft wird gerade vollständig verschlafen. Uns geht es im Moment deshalb so gut in Deutschland, weil wir in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Aber das ist nichts für die Zukunft, das ist nichts, was dauerhaft trägt. Deswegen ist der aktuelle Zustand, dass es uns so wahnsinnig gut geht, wahnsinnig trügerisch. Breitband ausbauen, flächendeckend, überall in Deutschland, Breitband-Internet, das wäre was, oder? Und was sagt unser Herr Schäuble dazu? Ah, 17 Milliarden, nein. Haushaltskonsolidierung, das ist aber brandgefährlich. Ich meine, wir reden darüber, als wenn man so vor einem Jahrhundert gesagt hätte, wieso denn Eisenbahninfrastruktur? Das mit den Kutschen läuft doch ganz gut, oder? Kommst da runter? Boah, die riechen echt streng. Hey, mein kleines. Mats, wollen wir das mit nach Hause nehmen? Entfrüster. Arschlochmahn mal. Entnehmen Sie einen Zettel, schreiben Sie darauf den Namen des größten Arschlochs, das Sie quält, werfen Sie den Zettel in die Mahnmalröhre zum Kompostieren, fühlen Sie sich erleichtert. Großartige Idee. Und irgendwie hat das auch was mit Wählen und Urne und... Naja, ihr habt die Wahl nächste Woche Sonntag. Wir holen im Moment die Rendite ab von den Entscheidungen der Vergangenheit, die richtig waren. Aber wir müssen so langsam aber sicher auch wieder daran denken, dass wenn es uns in der Zukunft gut gehen soll, wir jetzt auch richtige Entscheidungen treffen. Und das tun wir seit 2005 wirklich nicht mehr. Alles nass, alles nass. Was für ein Schietwetter, denn mal ab nach Hause. Ist das zu glauben? Ich meine, jetzt sind wir zu Hause. Jetzt gibt's Abendbrot, die Kinder gehen ins Bett und das Wetter, zumindest ist es trocken. Na gut, ein Anfang. So, und wer sind denn die Treiber von Innovationen? Das sind ja in der Regel nicht die Konservativen. Und natürlich weiß ich, dass ich dem einen oder anderen Konservativen wirklich Unrecht tue und dem einen oder anderen Linken auch echt Unrecht tue, aber Innovation an sich ist Sache der Linken und nicht der Konservativen. Die Konservativen bewahren, die Linken entwickeln weiter. Und das fängt alles mit dem Denken an. Ich meine, der Wesenskern eines konservativen Menschen ist die Bewahrung von den derzeitigen Zuständen. Wer aber derzeitige Zustände versucht zu bewahren und nicht weiterzuentwickeln, ist in Wahrheit schon auf dem Rückschritt. Und das merken wir leider jetzt nicht. Natürlich weiß ich, dass das Bild mit dem Frosch, der im warmen Wasser langsam erhitzt wird, bis er gekocht wird, wissenschaftlich längst widerlegt ist, aber es ist ein schönes Bild, weil dieses Bild nämlich wunderbar visualisiert, was passiert, wenn wir zu wenig linken Einfluss und zu viel konservativen Einfluss in der Regierung haben. Und deshalb ist es mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, ob ausreichend linker Einfluss in die Regierungsgeschäfte einfließt. Wenn es darum geht, dass wir weiter top of the pops in der Welt bleiben wollen, völlig egal, wo jeder Einzelne steht, das meine ich nicht, aber im Schnitt, wenn wir uns als Nation dort halten wollen, wo wir im Moment sind, dann kommen wir nicht umhin, uns jetzt darüber Gedanken zu machen, wie die Innovationen aussehen, die unsere Zukunft sichern. Und deshalb bitte ich euch, lasst es euch nicht egal sein, wählt links.
Ich meine nicht die Linkspartei. Ich meine eine aus dem linken Spektrum. Natürlich wäre mir persönlich am liebsten, man würde SPD wählen, völlig klar. Aber es geht um eine linke Wahl. Und am Ende sind sowieso alle linken Parteien aus dem Fleische der SPD zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Geschichte. Insofern wählt links, sichert die Zukunft in unserem Land. Und das meine ich nicht so pathetisch, wie es sich anhört, sondern im besten Sinne der Innovationswahrung für die Zukunft. Das soll es für heute gewesen sein. Bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, sofern ihr es nicht schon getan habt, und lasst uns unten in den Kommentaren sammeln, was die Linke, also SPD, Grüne und die SPD gemeinsam schon für die Zukunftssicherheit, für die Innovationskraft unseres Landes getan haben. Lasst uns hier einen Ort machen, an dem wir sammeln, worauf es ankommt, wenn wir am Sonntag das Kreuzchen machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!